Hier ist meine Meinung und ich bin Andreas Dorfmann. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Egal, wo Sie uns sehen, in Berlin, in Brandenburg, in Hamburg oder auch in Baden-Württemberg und über Web und YouTube natürlich weltweit. Das Fernsehen ist das eine und wir sind auf allen möglichen Plattformen vorhanden. Nicht nur mit dieser Sendung. Na, wollen wir mal schauen, was machen wir heute für ein Thema? Kommen wir gleich zu. Ich sage erstmal, wer meine Gäste sind und dann kann man sich das vielleicht vorstellen, über was wir reden werden. Meine Gäste sind nämlich Bernd Sigelko, Pastor und Gründer von Die Arche. Herzlich willkommen. Und ein Kollege, ein Journalistenkollege, Buchautor und auch der Pressesprecher von der Arche, nämlich Wolfgang Büscher. Willkommen. Ja, danke schön. Über was wollen wir heute reden? Ja, Kinder ist ja schon mal klar. Die Arche, die hilft. Und es gibt ein neues Buch von Herrn Sigelko und Herrn Büscher. Und das Buch heißt Das Verbrechen an unseren Kindern. Und ich habe die Sendung so betitelt, sind unsere Kinder verlorene Kinder? Und genau darüber wollen wir sprechen. Also das Buch, Das Verbrechen an unseren Kindern als Begründung für diesen doch sehr harten Titel, wird zum Beispiel genannt, also Schlagwörter wie Bildungsmisere, Kinderarmut, Hunger und ein alarmierender Mangel an staatlicher Unterstützung. Da muss ich Sie gleich mal fragen, was werfen Sie dem Staat, das sind wir eigentlich wir alle, denn konkret vor? Wer möchte anfangen? Wir haben seit 2001 einen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der sagt, wir hatten damals 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Mittlerweile sind die Geburten zurückgegangen. Die Armutszahlen haben sich verdreifacht. Die Bildungssituation hat sich enorm verschlechtert. Mittlerweile sind Kinder auch ein unkalkulierbares Armutsrisiko. Die Bildung unserer Kinder hängt vom Einkommen der Eltern ab. Und letztendlich ist das vom Staat eine unterlassene Hilfeleistung. Das ist schon mal eine Straftat, die normalerweise mit Gefängnis behaftet wird. Aber keiner fühlt sich verantwortlich. Keiner übernimmt die Verantwortung. Dann überlegt man so Maßnahmen wie zum Beispiel ein Corona-Aufholpaket, 10 Milliarden Euro, um die Kinder zu unterstützen. Und die Frage ist, wo ist das Geld geblieben? Anschließend redet niemand mehr darüber und man weiß es tatsächlich nicht. Wahrscheinlich ist es versagt und das Bundesverfassungsgericht hat erkannt, dass letztendlich so viel Geld übrig geblieben ist, dass der Staat jetzt ausgeben wollte für den Klimaschutz, weil es durch Corona gespart worden ist, aber in letzter Instanz weiß man doch nicht, wo das Geld geblieben ist. Ich komme noch mal auf den Buchtitel zurück. Also, hier haben wir auch das Buch, wie Sie es auch mal gesehen haben. So sieht es aus. Also, der Buchtitel lautet Das Verbrechen an unseren Kindern. Und dann lese ich zum Beispiel dazu schonungslose Enthüllungen, Versäumnisse von Politik und Gesellschaft sowie provokante Forderungen, die Tabus brechen sollen. Ja, die kann man darin lesen. Wir haben es ja eben schon gehört von Herrn Sigelko. Warum sprechen Sie, da möchte ich vielleicht Sie auch noch mal fragen, von einem Verbrechen an deutschen Kindern? Ja, wir haben uns zusammengesetzt. Wir haben ja schon viele, viele Bücher geschrieben und dort sind wir mit den Titeln sehr vorsichtig umgegangen, obwohl sie auch schon hart klangen: Deutschlands vergessene Kinder, Deutschlands verlorene Kinder. Aber wir treffen natürlich unzählige Hunderte, Tausende Kinder in ganz Deutschland täglich in den unterschiedlichen Archen. Und wir haben gesagt, wir wollen die Dinge einfach mal beim Namen nennen. Wenn Sie Kindern in die Augen schauen und Sie wissen, dass diese Kinder später kaum Chancen haben, gut durch die Schule zu gehen. Sie gehen vor allen Dingen in Brennpunktschulen, dort, wo zum Beispiel geflüchtete Kinder zu 90, 95% unter sich sind. Das alles sind Vergehen, das alles sind Verbrechen. Diese Kinder werden später, wenn sie nicht Hilfe von außerhalb haben, scheitern und wir versuchen in den Archen zu helfen. Aber wir müssen gegenüber der Politik deutlich werden. Wenn man mal überlegt, wie über die Kindergrundsicherung gesprochen worden ist, da hieß es erst 12,5 Milliarden, das war der Wunsch von Frau Paus. Dann hat sie sich runterhandeln lassen auf 8 Milliarden und dann sprach man auf einmal von 2,6 Milliarden und davon sollen noch rund 500 Millionen auch in einen aufgeblähten Beamtenapparat fließen. Das alles sind Vergehen, das alles sind Verbrechen. Wir haben es als Verbrechen an unseren Kindern bezeichnet. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Dinge einfach mal beim Namen nennen. Also es geht ja hier nicht um ein paar Kinder, sondern um Millionen von Kindern in Deutschland, die in Armut leben. Welche unterschiedlichen Gründe gibt es denn für die Armut? Und deshalb gibt es natürlich auch die Arche, sonst bräuchte man sie ja nicht. Also Kinderarmut hat ja immer was mit Familienarmut zu tun. Kinder sind ja nicht losgelöst von ihren Eltern. Und die größte Gruppe der von Armut betroffenen Menschen sind alleinerziehende Mütter.
und die haben Kinder und die haben wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt gar keine existenzsichernde Arbeitsplätze für alleinerziehende Mütter. Und die Kinder haben häufig das Nachsehen. Und wir haben unsere Haupteinrichtung in Marzahn-Hellersdorf. Das ist übrigens der Bezirk, wo die meisten Aufstocker leben. Das heißt Menschen, die arbeiten gehen und zusätzlich zum Jobcenter laufen müssen, um Geld zu beantragen. Das sind überwiegend alleinerziehende Mütter, die in der Regel ja sowieso nur 30 Stunden arbeiten können, weil sie sich dann auch um ihre Kinder kümmern. Und da wäre zum Beispiel ein Vorschlag, da könnte man etwas ändern, indem die Eltern oder die Mütter da nicht zum Jobcenter gehen und zusätzlich ihre Leistung beantragen, sondern da könnte das Jobcenter das Geld an den Arbeitgeber überweisen und dann würde sie nicht 30, sondern 40 Stunden bezahlt bekommen. Sie würde nicht mehr alimentiert werden, sondern die Arbeit würde subventioniert werden und sie würde besser dastehen. Und in letzter Instanz ist es doch so, wir erleben in unseren Einrichtungen Kinder, die in der 5. Klasse sagen, wenn wir erwachsen sind, dann werden wir Bürgergeldbezieher. Nicht, weil sie sich das wünschen, sondern weil sie wissen, was ihre Perspektive ist und weil ihre Vorbilder eben auch Bürgergeldbezieher sind. Man braucht in Deutschland 4 Generationen, um aus der Armut nur eine Stufe weiterzukommen in der Gehaltstabelle. Und das ist doch schon schlimm genug. Das heißt, unsere Kinder wissen eigentlich, wenn sie mal erwachsen werden und wieder Kinder bekommen, dann werden diese Kinder auch arm sein. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen mehr rein. Eine Benachteiligung als Kind wirkt sich ja später auch auf das Erwachsenenleben aus. Das haben Sie öfter gesagt. Jetzt will ich mal wissen, was bedeutet das konkret? Ja, das heißt zum Beispiel, dass Kinder mit sehr viel Schwierigkeiten durch die Schulen gehen, wenn sie zum Beispiel auf Brennpunktschulen, und das ärgert mich insbesondere, mit vielen Kindern in einer Klasse sitzen. Die Kinder sind oft, wie wir sagen, verhaltenskreativ. Es sind keine, in Anführung, normalen Kinder, weil sie unter schwierigen Bedingungen aufwachsen müssen. Und dann gehen sie in eine Schule. Die Lehrerinnen und Lehrer sind häufig überfordert. Sie sind sehr viel krank. Die Schulen sind schlecht ausgestattet. Wenn man sich oft die sanitären Anlagen anschaut, ist es eine Katastrophe. Den deutlichen Unterschied habe ich gespürt vor einigen Jahren. Dort bin ich eingeladen worden am Wochenende von einer Schule in Dahlem, also eine gute private Schule. Und ich sollte einen Scheck entgegennehmen. Und ich habe gedacht, okay, fährst am Samstagnachmittag hin, das gibt bestimmt dann irgendwo 200 Euro. Aber für die Kinder ist es toll, helfen zu dürfen. Und dann bekam ich einen Scheck überreicht von 25.000 Euro. Die Kinder hatten sich dieses Geld erlaufen. Es gab Prämien für jeden Kilometer. Und wenn man sieht, wie diese Kinder in was für eine Schule mit tollen Eltern, Förderkreisen aufwachsen, und wenn man dann das Ganze mit den Brennpunktschulen vergleicht, das heißt, wir müssen die Schulen so entzerren, dass in jeder Schule, in jeder Klasse der gleiche Anteil verhaltenskreativer Kinder ist. Man muss sie verteilen auf alle Schulen. Die Kinder werden uns das später mit Sicherheit zurückzahlen, indem sie Leistung zeigen, indem sie brennen, indem sie zeigen wollen, dass was in ihnen steckt. Und das wird mit Sicherheit, so wie es im Moment läuft, scheitern. Ja, Ihre Frage ging ja letztendlich dahin, was wird aus diesen Kindern? Ja. Wo entwickeln sie sich hin? Wir haben in Deutschland 50.000 Schülerinnen und Schüler, die ihren Schulabschluss nicht schaffen. Und wir brauchen auf der anderen Seite 60.000 Fachkräfte, die wir aus dem Ausland importieren wollen, um die Stellen zu besetzen, die wir hier zu wenig haben. Anstatt diese Kinder letztendlich zu fördern, die anschließend nicht arbeiten gehen, sondern wieder in den Bürgergeldbezug kommen oder anfangen Drogen zu nehmen oder kriminell werden und anschließend muss man dann den Drogenentzug bezahlen und in den Strafvollzug. Und das ist letztendlich ein falsches Rechenbeispiel. Wir haben das Problem, dass Politik denkt häufig nur für 4 Jahre, nämlich für ihre Legislaturperiode. Aber Kinder entwickeln sich ja länger als 4 Jahre. Und da kommt es eben in Stocken. Und deswegen sehen wir seit vielen Jahren und Jahrzehnten, dass Kinder sich eben in eine falsche Richtung entwickeln, wenn sie aus der Armut kommen. Da habe ich gleich eine Anschlussfrage. Sie schreiben ja, die Politik nimmt zu wenig, das haben Sie eben auch gesagt, nimmt zu wenig Geld in die Hand und tut zu wenig für unseren Nachwuchs. Jetzt ist natürlich die Frage im Raum, was fordern Sie? Nein, in letzter Instanz ist das so, wir haben einen Staat, der mehr Sozialausgaben hat als irgendein anderes Land dieser Welt. Und trotzdem kommt scheinbar das Geld nicht an. Wir geben in Berlin pro Kind 14.000 Euro pro Jahr aus, um das Kind durch die Schule zu bringen, das Kind zu fördern. Das sind die meisten Ausgaben, die ein Bundesland in Deutschland hat, pro Kopf und Kind. Aber das Geld kommt ja in der Regel nicht an, wenn man merkt, dass wir bei PISA in Berlin an vorletzter Stelle stehen. Das heißt also, die Menschen, die darüber zu entscheiden haben, wie das Geld sozusagen ausgegeben wird, wie man in Kinder investiert, wie man sie fördert,
denken nicht genug nach oder sie haben die falschen Berater. Und ich glaube, es liegt eher daran, dass man die falschen Berater hat und dass man versucht, alles mit Geld zu erklären oder Menschen auch ruhig zu stellen, mit großen Zahlen zu jonglieren, damit die Bevölkerung sich ruhig stellt. Aber das Kind unterm Strich bleibt doch auf der Strecke. Na ja, gut, dann fragen wir doch mal ganz konkret nach der Politik. Lebt die Politik im Elfenbeinturm, in ihrer Blase, wie man ja auch sagt? Die kann man besonders hier, die Sendung wird in Berlin produziert, sehr gut beobachten, zum Beispiel im Regierungsviertel, auch zwischen Journalisten durchaus, also zwischen Medienleuten und Politikern und Medienleuten, die dann so in ihrer Blase leben und vielleicht das gar nicht mehr so richtig realisieren. Ist das so? Ist das Ihr Eindruck? Ja, wir reden ja mit Politikerinnen, mit Politikern. Wir haben Ricarda Lang in der Arche gehabt. In Potsdam hat uns der Bundeskanzler besucht. Wir sprechen mit unzähligen Politikerinnen und Politikern. Aber sie hören sich das Ganze an, nicken mit dem Kopf und gehen dann wieder nach Hause. Wir fordern zum Beispiel seit vielen, vielen Jahren eine Kindergrundsicherung von 600 Euro im Monat. Die Hälfte davon soll direkt in Schulen fließen. Wir brauchen eben mehr Lehrerinnen und Lehrer, mehr Pädagoginnen, mehr Pädagogen, Psychologen und so weiter. 150 Euro, sagt auch Bensilko immer, in eine App, mit der man Sachleistung abrufen kann, wie zum Beispiel Bücher oder Klassenfahrten, auch mal ein Restaurantbesuch, das ist auch ganz wichtig. Und 150 Euro aufs Konto der Kinder, das ist eine ganz entscheidende Geschichte. Wir sagen das immer wieder den Besuchern, die zu uns kommen und dann hören sie sich das an und verschwinden wieder, wie Sie sagten, in ihren Elfenbeintürmen. Ich finde das sehr schade. Manchmal habe ich den Eindruck, Kinder sind keine Wählerinnen und Wähler. Bei den letzten Europawahlen habe ich mich ungeheuer über Kevin Kühnert geärgert. Er beschwerte sich, dass so viele junge Menschen AfD bei den Europawahlen und die kleineren Parteien wie die Partei, Volt und so weiter gewählt haben. Und anstatt zu sagen, wir wollen jetzt gemeinsam arbeiten und die Politik ändern, sagte er, wir brauchen dringend eine 5%-Klausel auch bei der Europawahl, damit die jungen Leute wieder die großen Parteien wählen. Das heißt, viele der Politiker haben es bis heute nicht verstanden, worum es geht. Nun ist es ja relativ einfach, immer die Politiker anzugreifen. Aber in dem Punkt scheint es sich ja wirklich zu bewahrheiten, dass die Politik teilweise oder zu großen Teilen, vor allen Dingen, wenn man in den großen Ligen mitspielt, wie zum Beispiel im Bundestag, sich von den Menschen entfernt hat. Und das treibt ja nicht nur der AfD viele Wählerinnen und Wähler zu, gerade auch bei Ihnen in Marzahn-Hellersdorf, da ist ja die erste Arche entstanden, sondern auch die andere Seite, die linke Seite, also Sarah Wagenknecht, das Bündnis Sarah Wagenknecht kommt jetzt schon bundesweit auf rund 9%. Man hat auch noch mal nach Brandenburg gefragt. Am 22. September sind ja Landtagswahlen in Brandenburg, schon am 1. September in Thüringen und in Sachsen. Und in Brandenburg würde die oder das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht, auf, Achtung, 13 bis sogar 17% kommen, direkt hinter der AfD, die ja überall in diesen drei Bundesländern, aber hier geht es um Brandenburg, im Moment die Umfragen anführt, also vor CDU und SPD. Und da darf man nicht vergessen, Brandenburg war ja ein klassisches SPD-Land. SPD mal 54%, die konnten alleine durchregieren, also jetzt davon weit entfernt. Ist das jetzt die Reaktion auch der Menschen, dass sie sagen, so jetzt zeigen wir es auch mal in Sachen Kindern und Kinderarmut oder überhaupt unsere Armut. Ist das die Reaktion der Menschen? Was hören sie denn? Sie sind ja sehr nah dran. Erstmal, um die Frage zur Politik zu beantworten, die ja nicht alleine schuld ist. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das sagt, zur Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf. Irgendjemand muss die Rahmenbedingungen schaffen, das muss die Politik natürlich machen. Und Kinder und auch die Eltern sind ja häufig frustriert. Wir haben eine neue Kriminalstatistik in diesem Jahr gesehen, die sagt, dass die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen immer mehr zunimmt, dass viel mehr Messerangriffe als früher sind, es wird viel mehr geschlagen. Und das liegt nicht nur an den Einwanderern und es liegt auch nicht nur an Corona, es liegt daran, dass junge Leute keine Perspektive mehr sehen, dass Kinder schon relativ früh wissen, wo sie sich hin entwickeln. Wir haben 25% der Viertklässler in Deutschland können nicht lesen. Und letztendlich, wenn sie das realisieren, dann werden sie letztendlich feststellen, was ihnen fehlt. Und dann wird natürlich auch ein Politikverdruss entstehen, weil Kinder merken, wie wichtig sie sind, auch in der Politik, wo sind die Vorbilder. Und das ist ja das Problem unserer Gesellschaft. Wenn ein neuer Mitarbeiter in die Arche kommt, dann bekommt er überall in Deutschland die gleiche Frage gestellt. Wie lange bleibst du?
Das hat ganz viel mit der Wertigkeit zu tun. Und wo haben wir noch Menschen, die sich in Kinder investieren? In der Grundschule wird der Lehrer in der Hälfte der Zeit ausgewechselt. Warum? Die Kinder haben nicht mehr diese klaren Bezugspersonen. Und in der Politik ist das ähnlich. Das, was sie hören, hat nichts mit ihrer Lebenswelt zu tun. Und das, was sie erleben jeden Tag, ist letztendlich Frust. Vor kurzem saß eine Mutter in meinem Büro und sagte, du, ich bin vor kurzem mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren und bin kontrolliert worden. Dann fragt mich der Kontrolleur nach meinem Ticket, dann habe ich mein Sozialticket gezeigt, dann fragt er nach meinem Ausweis, zeige ich meinem Ausweis und dann sagt er, und jetzt bitte Ihren Bürgergeldbescheid. Und sie sagt, ich muss mich vor einem wildfremden Menschen nackt ausziehen und meine Bedürftigkeit nachweisen. Und sie sagt, das erlebe ich so oft in meinem normalen Leben und das nimmt ihr die Perspektive, das nimmt ihr die Würde. Und das, was sie vorlebt ihren Kindern, ist dieser Frust. Und die Kinder merken das auch und sie erleben den Frust in den Schulen. Mhm. Sie mobben mehr, sie werden gemobbt, sie können sich nicht mehr konzentrieren. Und dann fangen sie natürlich an, auch politisch zu werden, mit all ihrem Denken und Tun gegen zu sein. Und wenn heute Regierungsparteien auf ihrem Wahlplakat schreiben, ein Grund, uns zu wählen, ist die Ampel. Und andere Parteien haben ein Wahlprogramm und sprechen gegen etwas deutliche Worte aus, denn es ist kein Wunder, dass die gewählt werden, gerade von jungen Menschen. Sie sind ja bei den Medien auch aktiv, das merkt man ja, Sie sind Journalist, Sie sind Pressesprecher schon ja, von Anfang an. 20 Jahre dabei, ja, ja. Von Anfang an mit dabei, Sie beide sind also das Team, kann man da sagen, das Kernkompetenzteam. Im Grunde ja. Ja, Medien, die Medien haben sich ja auch verändert. Also wir sind hier beim Fernsehen, aber wir nutzen, wie ich es ja schon gesagt habe, Web. Also das heißt, Sie gucken uns vielleicht über den Livestream eines Senders oder über YouTube live beziehungsweise später dann. Also da hat sich ja einiges verändert. Bei den Jugendlichen hat sich ja noch mehr verändert. TikTok spielt da eine große Rolle. Ein großer Erfolg für die AfD, weil die AfD das sehr früh erkannt hat und bei TikTok präsent war. Die anderen haben da alle ja, geschlafen, das Verschlafen. Jetzt versucht man zum Beispiel bei der SPD mit der Aktentasche von Scholz, dem Bundeskanzler, da ein bisschen aufzuholen. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Aber hat sich dadurch für Sie aus Ihrer Sicht auch vieles verändert? Durch zum Beispiel diese Dominanz von TikTok, haben wir auch gesehen bei dem Messerangriff zum Beispiel. Zuerst mal muss ich sagen, dass das Thema Kinderarmut in den Medien in der Tat täglich stattfindet. Das kann man ganz offen sagen. Die Journalistinnen und Journalisten haben erkannt, dass es hier eine Gruppe von einigen Millionen Kindern gibt. Die Frau Paus hat von 4,6 Millionen Kindern gesprochen. 5,6 waren es richtig. 5,6 Millionen Kinder, die den Anspruch auf Kindergrundsicherung hätten. Also in den Medien ist das Thema präsent. Natürlich, wir wissen auch als Arche, dass wir im Social-Media-Team einsteigen müssen. Wir haben jetzt ein Team von jungen internationalen Kollegen, die sich darum kümmert, dass wir gerade die jungen Menschen ansprechen. Wir brauchen Spenden, wir brauchen Hilfe. Wir sind eine Organisation, die zu 95% von Spenden lebt. Und wir müssen natürlich auch die jungen Menschen versuchen, darauf anzusprechen, dass sie nicht nur Verantwortung für sich übernehmen, sondern eben auch für die schwächeren Menschen mit Verantwortung zu übernehmen, die das Pech haben, in Familien zu leben, die eben nicht so starke Power-Eltern haben. Und deswegen ist Social Media für uns sehr wichtig. In den Archen reden wir auch mit Kindern und Jugendlichen, dass man Social Media natürlich filtern muss, dass man nicht allem glauben kann, was dort stattfindet. Aber es ist etwas geworden, dem wir uns als Arche nicht verschließen können. Aber auf der anderen Seite erleben wir natürlich auch eine unglaubliche Beeinflussung durch die Social Media. Unsere Kinder schauen nicht mehr Fernsehen, also viel weniger als früher. Sie schauen viel mehr YouTube, sie beschäftigen sich viel mehr mit TikTok und anderen Kanälen. Und das beeinflusst sie. Wir haben eine ganz große Gruppe auch, die beeinflusst werden, gerade aus dem muslimischen Hintergrund. Wir haben ganz viel Antisemitismus in unseren Einrichtungen schon seit vielen Jahren, nicht erst seit dem 7. Oktober, weil immer mehr Hassprediger Einfluss nehmen auf unsere Jugendliche. Und da sind eben auch sehr viele einseitige Informationen, nicht nur von den muslimischen Familien, sondern auch auf unsere Kinder starke Gewaltorientierung, starke Hassorientierung, starke Desorientierung. Und das nimmt natürlich zu, da wo ein Vakuum entsteht, wird dieses Vakuum mit etwas anderem gefüllt. Und man hat das Gefühl, dass dieses Vakuum gerade bei Kindern und Jugendlichen immer größer wird
Und das potenziert sich sozusagen denn durch Gewalt, durch verbale Äußerungen, aber auch durch Anti-Haltung. Wir erleben Schulklassen, wo Kinder in der zweiten, dritten Klasse nicht wissen, wann sie Geburtstag haben. Wir erleben in den Schulklassen Kinder in der zweiten Klasse, die sind schon 10 Jahre alt. Wir fahren immer weiter mit der Eingangsuntersuchung zurück bei Kindern, damit sie überhaupt schulfähig werden. Und ich habe das Gefühl, man schraubt das Abitur auch ein bisschen weiter zurück, damit es überhaupt klappt, dass man heute noch Kinder hat, die Abitur machen. Ja, das sieht man ja auch an den PISA-Ergebnissen zum Beispiel. Es gibt auch noch einige andere Studien. 33 Archen gibt es mittlerweile. Es fing alles in Berlin-Hellersdorf an. Potsdam haben wir ja auch schon erwähnt. In Hamburg haben wir 3 Archen. In Baden-Württemberg, in Stuttgart, eigentlich ein wohlhabendes Land, haben wir eine Arche eröffnen müssen mit Hilfe von Unternehmen. Auch da gibt es diese Probleme. Also wir sehen, sie werden dringend gebraucht. Eigentlich haben Sie ja mal gesagt, Sie wären froh und glücklich darüber. Klar, Sie sind Pastor von Hause aus. Wenn die Arche nicht mehr gebraucht werden würde und Sie den Laden einfach dicht machen könnten. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Es wird immer mehr. Es gibt noch einen anderen Blick auf das Thema. Das gab es auch schon mal in einem Buch. Kriminalität haben wir gerade eben angesprochen. Aber auch die Sexualität spielt eine Rolle. Was passiert da mit den Kindern und Jugendlichen? Nein, es ist ja logisch, dass gerade Kinder, die nicht mit Liebe überschüttet werden, sich nach Liebe und Zuneigung sehen. Und da haben wir schon vor vielen Jahren die Erfahrung gemacht, dass eben Kinder oder junge Mädchen Kontakt zu jungen Männern gesucht haben, dass man gedacht hat, es ist mehr als nur die körperliche Liebe. Dann sind viele dieser Mädchen jung schwanger geworden, haben also Kinder bekommen, was ich selber erlebt habe bei einem Mädchen, die heute in der Arche arbeitet, die auch jung von zu Hause ausgezogen ist, weil es Trouble in der Familie gab und dann mit 15, 16 zu ihrem Freund gezogen ist. Da hatte sie Ruhe, da konnte sie sich auf sich konzentrieren. Das erleben wir auch heute noch. Sicher nicht mehr so, wie es damals war, weil wir haben heute sehr viele Jugendliche mit Fluchterfahrung. Das sind in erster Linie junge Männer, die dann zu uns kommen, aber auch die haben jede Menge Probleme. Das heißt, wir haben noch viel, viel Arbeit vor uns in den kommenden Jahren. Man redet ja immer von der Mehrheitsgesellschaft und manche haben ja das Gefühl, die Mehrheitsgesellschaft findet zumindest in den Schulen gar nicht mehr statt. Das hatten Sie ja vorhin auch angedeutet. Also wenn man einen Anteil Migrationsfluchthintergrund von ja teilweise bis zu 98%, habe ich aus einer Berliner Schule gehört, hat, dann wird es wohl problematisch. Wir hatten vorhin das Thema Dahlem, die 25.000 Euro. Also Dahlem, viele werden es wissen, die Berliner sowieso, die Potsdamer wahrscheinlich auch und die Brandenburger. Aber zum Beispiel in Baden-Württemberg muss man erklären, das ist ein sehr wohlhabender Ortsteil im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Da wohnen sehr viele reiche Menschen. Da ist auch die Freie Universität zu größten Teilen, kann man sagen, beheimatet. Also da gibt es natürlich auch Schulen, mal abgesehen von den staatlichen, die dann auch einen geringeren Anteil an Migrationshintergrund haben. Und es gibt natürlich auch viele Privatschulen, die sich aber nicht jeder leisten kann. Dass da zu Hause, dass da so eine Summe zusammengekommen ist, Sie haben mit 200 gerechnet, 25.000 waren es, das passt natürlich auch dazu. Aber diese Welt haben ja nur sehr, sehr wenige Menschen, dass sie auf eine Privatschule gehen können. Und es gibt mittlerweile Menschen, die schon lange hier leben, in dritter Generation, zum Beispiel viele Türken, die sagen, wir sind bewusst aus bestimmten Gegenden in Berlin weggezogen, damit meine Kinder jetzt nicht mit den ganzen Geflüchteten oder mit diesem hohen Migrationshintergrund in eine Klasse gehen müssen. Haben Sie da auch Erfahrungen? Wir haben natürlich schon seit Jahrzehnten das Problem, dass wir diese Ghettoisierung haben. Die haben wir nicht nur in Berlin, die haben wir in Hamburg und in vielen anderen Städten, auch in Baden-Württemberg, gerade in Stuttgart. Da gibt es Bezirke wie Untertürkheim oder Cannstatt, wo eben ein sehr großer Anteil an Menschen mit den gleichen Problemen, mit der gleichen Kultur, ich sage mal, eingepfercht in Häuserblocks sind und nur unter sich leben. Und dann schafft man sich sozusagen Ballungsgebiete, Brennpunkte. Dann gibt es diese Brennpunktschule, wo eben wie in Berlin-Neukölln oder in anderen Bezirken 90% der Kinder eben ein Migrationshintergrund haben, dann nur ein paar deutsche Kinder sind und man hat sozusagen das Problem geballt. Und das gleiche Problem haben wir mit dem steigenden Antisemitismus in unseren Häusern oder auch in den Städten, weil wir eben Menschen haben, die färchen wir ein, alle zusammen in ihrer Kultur. Und wenn ich mit meiner Muttermilch infiltriert bekomme, dass Deutsche böse sind,
dann werde ich das glauben, wenn ich erwachsen werde, es sei denn, mein Horizont wird erweitert. Und man kann letztendlich den Horizont nur erweitern, indem man andere Menschen in ihr Leben bringt. Nur wenn sie unter sich bleiben, dann klappt das natürlich nicht. Und genauso ist das mit der Bekämpfung der Armut. Wenn ich Gebiete schaffe, wo der Wohnraum günstig ist, wo die Familien alle hinziehen, die sich Wohnungen nur schlecht leisten können, weil sie nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dann werde ich das Armutsproblem nicht lösen und ich werde auch das Thema des Antisemitismus nicht lösen können. Ich werde das Thema der Gewalt nicht lösen können. Es gehört eine Entzerrung in die Gesellschaft und es ist auch schwierig, wenn man gerade Flüchtlingsheime in die Gebiete packt, wo die sozialen Probleme schon gewaltig groß sind und Hamburg-Blankenese hat auch und Dahlem hat vielleicht auch, aber in einem sehr geringen Anteil im Vergleich zu den Brennpunkten, wo eben die Probleme noch größer gemacht werden. Naja, da gibt es ja dann auch diese Aussagen, die Grünen wollen das alles, dass mehr Migration stattfindet, aber wenn zum Beispiel ein Flüchtlingsheim in der Nachbarschaft aufgebaut werden soll, dann will man das nicht. Also das habe ich heute Morgen übrigens gerade auch im Deutschlandfunk, also im öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk, da wurde genau dieses Zitat nochmal gebracht. Ja, Herr Bücher. Mir hat eine Journalistin im Deutschlandfunk, wir haben im Deutschlandfunk über Brennpunktschulen diskutiert und dann habe ich mit einer bildungspolitischen SPD-Sprecherin diskutiert und sie sagte, naja, können wir nicht ändern, weil wir müssen wohnungsnah einschulen. Und wenn eben Tausende von Leuten in Hellersdorf leben, dann müssen die halt alle auf eine Schule. Und dann habe ich ihr gesagt, das kann man doch ändern. Und dann kam sie nach der Sendung zu mir und sagte, Herr Büscher, wollen Sie, dass Ihre Kinder mit denen in eine Klasse gehen? Das fand ich sehr schlimm und das haben mir andere Politiker aus der SPD bestätigt, dass es in der Tat in Teilen der SPD so gedacht wird. Und das finde ich sehr schade. Wir rutschen da in eine unheimliche Situation, die wir später nicht mehr werden kontrollieren können. Wir müssen, wenn wir Flüchtlinge haben in unseren Ländern, uns auch kümmern. Wir müssen über einen Einreisestopp nachdenken. Wenn wir das nicht mehr machen können, wenn wir die Möglichkeiten nicht haben, uns um diese Kinder zu kümmern. Wir haben viele auch Flüchtlingskinder mit Riesentalenten, die Fähigkeiten haben, die werden aber nicht gefördert. Und hier müssen wir endlich umdenken und auch mal den Mut haben, solche Dinge auszusprechen. Da muss ich mal den Pastor fragen, gibt es denn überhaupt noch Hoffnung, wenn man sich den Buchtitel anguckt und wenn man insgesamt das nochmal reflektiert, was wir gerade hier besprochen haben in dieser knappen halben Stunde, dann sieht es ja nicht danach aus. Haben Sie Hoffnung? Also Hoffnung habe ich natürlich immer, aber als Pastor bin ich eigentlich sehr pessimistisch, weil ich seit 30 Jahren eigentlich erleben muss, dass sich unser Land in eine Richtung entwickelt, die mir auch Angst macht, die mir die Hoffnung raubt und vielleicht auch den Glauben raubt, weil ich merke, dass man Menschen auch in unser Land holt und sie dann anschließend bei den Tafeln und bei der Arche und anderen Organisationen parkt, anstatt wirklich das zu tun, was man den Menschen verspricht, ihnen Sicherheit gibt, ihnen Wohnraum gibt, Schulplätze, die haben wir aber nicht. Und wenn ich eine bestimmte Summe zur Verfügung habe, wir als Arche haben 10.000 Kinder, brauchen 22 Millionen, wenn ich 20.000 Kinder ins Haus lasse, dann ist doch die Frage, wie lange werde ich überhaupt das ganze Haus noch halten können und irgendwann muss ich sie alle rauslassen. Die Verantwortung, die ich übernehmen kann, kann ich nur in dem Rahmen übernehmen, was mir zur Verfügung steht. Und im Prinzip müsste man erstmal Infrastruktur herstellen, um den Menschen das Versprechen, was man ihnen gegeben hat, zu halten. Und man kann sich nicht in die Welt stellen als Außenministerin und sagen, wir schaffen die Visapflicht ab, kommt alle nach Deutschland, wir brauchen euch. Denn wenn ich einen indischen Arzt nach Deutschland hole, habe ich zwei Probleme. Nämlich in Indien fehlt der Arzt. Und zweitens holt er seine 8 Kinder und seine Frau nach und den Wohnraum habe ich nicht, die Schulplätze habe ich nicht und die Kitaplätze habe ich nicht. Deshalb erstmal Infrastruktur herstellen, damit es auch eine hoffnungsvolle Zukunft gibt. Die letzte Minute will ich mal nutzen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Danke zu sagen bei Prominenten. Also einer der ganz Prominenten ist der geschätzte Kollege Günther Jauch, der die Arche in Potsdam vor allen Dingen, da lebt er ja, richtig, unterstützt. Aber es sind ja noch einige andere sehr prominente Namen, die Sie unterstützen. Ja, wir haben Erdoğan Atalay, Claudia Michilsen, die Schauspielerin, wir haben Veronika Ferres, Lukas Podolski, also es sind Natalia Avellon, es sind viele Mario Barth. Mario Barth, es gibt also viele Menschen, die uns unterstützen. Da sagen wir auch Danke, Danke, Danke. Ohne deren Hilfe hätten wir weniger Chancen, etwas für unsere Kinder und Jugendlichen zu tun. Ich will das Buch nochmal zeigen. Das Buch ist wichtig, das Buch ist Diskussionsstoff, also das Verbrechen an unseren Kindern von Bernd Siegelko, hier sitzt er, und Wolfgang Bücher, der sitzt da auch, von der Arche. Ich sage herzlichen Dank. Die halbe Stunde ist schon wieder vorbei, die rennt vorbei, aber ich denke, wir werden in nächster Zeit noch öfter miteinander sprechen, denn die Themen werden nicht weniger, sondern wahrscheinlich mehr. Das ist richtig. Danke für den Besuch. Das war meine Meinung.
auf der Sendergruppe von Gott Media, das heißt in Berlin, in Brandenburg, in Hamburg und in Baden-Württemberg, außerdem im Web und bei YouTube weltweit, wie sich das gehört. Ich bin Andreas Dorfmann, schalten Sie wieder ein. Sie wissen ja, man sieht sich.